Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5, der Klicker. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube... Meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Nie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was? Die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht... Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Was ist denn mit dem los? Ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte, dass mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Oh, der ist auch vom Dunklen. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Oh mein Gott. Endlich ist er weg. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Nein, sag... Ich kann die Sicht wechseln. Ich kann... Mit... Hab. Ja, besser spät als nie, ne? Sagt man auch immer so schön. So, Folge 5, der Klicker. Nightingale liest das Manuskript. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Das muss so komisch sein. Es drehte sich in seinem Kopf. Aber nicht vom Schnaps. Mhm. Kann es vielleicht sein, dass er uns, er hat es ja gerade Stephen King genannt, dass er uns einfach immer mit irgendwelchen anderen Autorennamen angesprochen hat? Ich muss also dazu sagen, ich bin da leider nicht so konform. Ich kenne nur Stephen King von den ganzen Leuten, die er genannt hat. Nicht die Wahrheit. Wir können mal kurz gucken, wie viel haben wir denn? Okay, eine Seite fehlt und zwar, was ist mein Albtraum? Okay, da haben wir alles. Wie gesagt, ich denke einfach mal, dass dieses Zeichen einfach dieser Albtraum
Seiten sind, weil, wie gesagt, in Errungenschaften steht etwas davon, dass man alle Manuskriptseiten finden muss, auch die im Albtraum. Ja, fehlen uns 2 Seiten. Hier fehlen uns auch 2 Seiten und die Wahrheit, glaube ich, 1, oder? Ja, 1 Seite fehlt uns. Nightingale wird vom Dunkel angegriffen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Alle gefühlt tot, ne? Aber sie stirbt nicht. So, warte mal. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Eine Thermosflasche. Mal, oder? Nee, okay. Ich dachte, da liegt ein Manuskript im Scheinwerfer, aber das ist einfach nur eine Parkmarkierung. Barry? Barry? Der wartet hier, okay. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht, okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Die wohnen nicht ernsthaft im Ich fass es nicht. Das wird ja auch wieder nur Ossis. Was? Nein. Wir machen den Heli-Start klar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche ihre Hilfe. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs? Die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Frank kennen wir doch, oder? Hey, oder nee? Ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Wir sind nicht gerade Weaver? Bring deine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Mit Sicherheit. Oh, ich hoffe, das stirbt wirklich nicht. Was war das? Ja, ich weiß, es ist spät, aber hören Sie, der Sheriff, Sarah hat mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Sie sagte, Night Springs, okay? Ich schätze Sie... Ja, Sir, okay, ich... Nein, ihr geht es gut. Sie ist bloß beschäftigt, also bat sie mich... Oh nein, nein, eigentlich bin ich Literaturagent, Sir. Ich helfe nur aus, weil sie wirklich beschäftigt ist. Der, den Sie wohl am ehesten kennen, ist Alan Wake. Im Ernst, freut mich zu hören, Sir. Ich sage Ell, dass Sie das gesagt haben. Das ist echt nett. Aber ich muss dringend noch Anrufe erledigen. Haben Sie alles verstanden? Ja, das stimmt. Okay, danke, Sir. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, Sarah, dann gehen wir mal raus. Mist, was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Saals. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay. Aber beeilen Sie sich. Eine Botschaft von Sarah. Night Springs, okay? Bis dann. Der macht das sehr gut. Es wäre dafür geboren. Hier spricht Barry Wheeler. Sheriff Breaker lässt ihn ausrichten. Wheeler? Ma'am, sie bat mich... Nein, ich...
Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Der Arme. Ich muss trotzdem noch mal kurz hier um. Boah, Junge, jetzt habe ich mich deswegen erschrocken. Ach, ist das toll. Es ist so toll. Leiter. Oder? Ah, ein Hebel. Die Raben schon wieder. Leid gehört denn, das wissen wir ja schon. Ist ja jetzt nichts Neues. Wir müssen mal eine Hochleistungs Taschenlampe. Oh. Nein. Huch. Ja. Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Was damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Ja. Ach so. Au, das tut weh. Bleiben Sie bei mir. Unser erster Stock ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Schon wieder richtig schlimm werden. Hat man schon mal.
Sarah. Warte, Sarah. Ich muss kurz meine Truhe mitnehmen. Da. Nicht Stadtwerk. Wirklich nicht. Okay. Oder? Oh nein, jetzt habe ich die verschwendet. Okay, wir müssen in die Richtung. Gehen wir hier lang? Die Luft roch nach Fisch. Das war das Industriegebiet von Bright Falls. In der Nähe gab es sicher eine Konservenfabrik. Oh. Sarah, I need you. Nicht bis ganz nach hinten. Das wäre es auch noch gewesen. Da wäre ich jetzt richtig sauer geworden. Wieder da. Okay, Sarah ist dort. Hilf mir bitte. Sarah.
hier hat alles angefangen. Kokolein. Erklärung hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche von... Willst du nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Geben Sie es für meine Limit, die Gruppe ist. Ja, hier haben wir das erste Mal die gute Frau getroffen, die Frau in Schwarz. Barry auf der Polizeiwache. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Nein, nicht Barry. Oh nein. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück, Sarah. Ich hätte nicht alleine gelassen. Ich hätte einfach gewartet, bis sie die Anrufe machen, dann wären mir alle drei zusammen zum Helikopter gelaufen. Wirklich. Ist ja absolut nicht in Ordnung, wie wir ihn einfach zurückgelassen haben. Barry. Ich wäre voll reingelaufen. Die Frau ist echt nice. Und ich fand New Yorker unhöflich. Wetten die Kommissare raus, diese kleinen Kackfritzen? Sie haben das Recht. Das Schwein! Nicht verstanden. Oh. Okay, warte. Ich war gerade ein bisschen überfordert mit der Steuerung. Aber guck mal, es wäre so cool gewesen, wenn die aus den Dixie-Klos gekommen wären. Zumindest hätte ich das so gemacht. Punkt. Und Punkt. Haben hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Ob die das alle hier mitbekommen? In ihren Häusern? Ja, komm, reg dich ein. Wake! Hier drüben! Hier ist Licht! Hör ich das Licht an? Wo es so hell ist. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Och nö. Eine Falle. Kleiner. Der Kettensägen, Mann. Oh Gott. Bruder? Oh.
Das ist gemein. Ich mag das Spiel nicht. Das ist immer so gemein zu mir. Gehen wir, Wake. Ich dachte, da hätte ich irgendwas glitzern gesehen. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Nett. Nett, nett, nett. So, der Klick kehre das ungeschickt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Schuhe. Das ist so klar. Man weiß eigentlich schon, was auf einen zukommt und trotzdem ist man ein kleines bisschen, ja, überfordert in der Gesamtsituation. Ja, meine Blendgranaten! Meine Blendgranaten, Hubschrauberschüsse. Okay, Sheriff, ich hab die Schlüssel. Ich glaube, die hat uns nicht gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein! Ich wollte mich doch weiter umschauen. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Nein! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Ich will nicht, dass ihm was passiert.